Zuerst vielen Dank, Geschäftsführer Herr Kreutner, dass er mir die Aufgabe abgenommen hat, Sie alle protokollarisch richtig zu begrüßen. Da kann ich es mir ein bisschen einfacher machen. Verehrte Ehrengäste, Kvod Harabanim, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich heiße Sie im Namen der jüdischen Gemeinde St. Gallen ganz herzlich willkommen. Wie Sie ja wissen, feiern wir in diesem Jahr unser 150-jähriges Bestehen. Für diesen Anlass haben wir uns selbst ein Geschenk gewünscht. Wir haben nämlich den Essige gebeten, seine 108. Delegiertenversammlung bei uns in St. Gallen abzuhalten. Wir danken dem Essige und natürlich auch Ihnen allen, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Sie bei uns empfangen zu dürfen, ist für uns eine große Freude und Ehre. Zum Jubiläum haben wir eine Festschrift herausgegeben. Sie soll auch ein kleines Jubiläumspräsent von uns an Sie sein. Vielen von Ihnen wurde die Schrift per Post zugeschickt. Diejenigen, welche ihr Hotel über den Essige gebucht haben, sollten das Büchlein in ihrem Zimmer vorfinden. Aber niemand von Ihnen soll leer ausgehen. Daher liegen auf dem Büchertisch, der befindet sich dort hinten im Entree, noch Exemplare zum Mitnehmen auf. Unsere Jubiläumsschrift trägt den Titel Wandel und Beständigkeit. Wandel und Beständigkeit sind zwei Begriffe, die sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Von Wandel und Beständigkeit, von dieser Symbiose wird beispielsweise auch die Natur geprägt. Auf dem Titelbild ist ein Leuchter aus unserer Synagoge abgebildet. Er soll als Symbol für den Wandel und die Beständigkeit unserer Gemeinde dienen. Die Beständigkeit beweist der Leuchter durch seine Existenz seit 1881, dem Jahr der Einweihung unseres Gotteshauses. Einen Wandel erfuhr er durch die Elektrifizierung. Ursprünglich wurde das Licht nämlich durch Gasflammen erzeugt. Flammen haben im Judentum eine besondere Tradition. Flammen werden am Freitagabend vor Schabbat entfacht. Flammen dienen zum Gedenken an die Zerstörung des Tempels oder auch an verstorbene Familienmitglieder. Und es gäbe noch weitere Beispiele dazu. Damit Traditionen weiterleben, müssen sie über die Gegenwart hinaus Bestand haben. Ein altes Zitat lautet: Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Danach zu handeln, erfordert oft einen schwierig zu meisternden Balanceakt, der nicht selten zu Konfrontationen zwischen konservativen und progressiven Kreisen führt. Und dies nicht nur im Judentum. Die jüdische Gemeinde ist im Sinne der Tradition zu führen. Dieser Satz steht am Anfang unserer Statuten. Die Tradition mit den verschiedensten Ansichten und der Freiheit der Einzelnen in ihrer privaten Lebensgestaltung zu vereinbaren, ist das von uns gelebte Nebeneinander von Wandel und Beständigkeit. Auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund, bei dem die jüdische Gemeinde als Gründungsmitglied wirkte, beruft sich auf eine mehr als 100-jährige Tradition. Im Laufe der Zeit musste er sich immer wieder Problemen der unterschiedlichsten Art stellen. Dies nicht nur nach außen in seiner Funktion als Sprachrohr der Schweizer Juden, sondern auch nach innen als Verband der angeschlossenen Gemeinden. Durch die Umsetzung, durch die Arbeitsgruppe Zukunft angeregten strukturellen Anpassungen gibt sich der Essige als Dachverband mit langer Tradition die Chance, die Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können. Auch dies ganz im Sinne von Wandel und Beständigkeit. Dafür wünschen wir
dem SIG Gutes gelingen. Da wir von geistiger Nahrung allein nicht leben können, auch ich nicht, lädt sie die jüdische Gemeinde St. Gallen im Anschluss an die noch folgenden rednerischen Beiträge zu einem reichhaltigen Buffet ein.